Einen wunderbaren guten Morgen zusammen zu den täglichen Handelsideen hier heute wieder bei Tickmill Live auf Facebook und auch auf GoToWebinar. Die technischen Dinge funktionieren wieder. Internet ist flott unterwegs und wir können hier live streamen, auch mit Video, wie das Ganze mit gewohnt ist. Ludger Elena von meiner Seite her einen wunderschönen guten Morgen. Gestern waren die US-Märkte geschlossen. Nichtsdestotrotz, es gab schon ein paar Bewegungen an den Märkten. Heute ist der US-Markt wieder mit dabei. Also schauen wir mal, Ali, einen guten Morgen. Was hier passiert? Der DAX hat ja hervorragend geschlossen letzte Woche. Das Ausbruchssignal, das Trendentstehungssignal, alles wunderbar, richtig toll, beziehungsweise das Bruchsignal, herrlich. Jetzt müssen wir schauen, wie wir damit reingehen können, beziehungsweise umgehen können in die Korrektur. Aber bevor wir hier in die Charts reinschauen und auch in die Handelsidee im Euro, tschechische Krone, Euro, Schweizer Franken und den britischen Aktienindex, der Risikohinweis, bitte alles hier zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hier an dieser Stelle zum rechtlichen Teil. Dann schauen wir mal in die Tagesnachrichten hinein. So wahnsinnig viel gibt es heute nicht, aber ein paar Dinge gibt es. Aus Großbritannien bekommen wir um den Arbeits- und Lohnsektor ein paar Informationen. Circa 10.30 Uhr Arbeitslosenänderung, Durchschnittseinkommen der Bonuszahlung und Veränderung der Erwerbstätigkeit. Das aus Großbritannien und natürlich auch noch die Arbeitslosenquote. Hier bei uns in Deutschland wird es spannend um 11 Uhr, da gibt es die ZEW-Konjunkturerwartungen. Das also hier um 11 Uhr kann für gut Bewegung sorgen, muss nicht. Aber es ist gut, wenn man solche Termine auf der Uhr hat, gerade wenn man in den kleineren Zeiteinheiten tradet, kann das doch mal für Ausschläge in die ein oder andere Richtung mit sorgen. Und dann gibt es um 16 Uhr aus den USA noch das wichtige Thema Verkäufe bestehender Häuser. Das ist ja auch ein Punkt, der wird im Bischbuck immer wieder auch angesprochen, also hier ein Bestandteil der wirtschaftlichen Seite in den USA. Deswegen wird ja auch ganz genau auch mit drauf geschaut. Wenn wir jetzt, bevor wir in die Charts reinschauen, von meiner Seite her noch die Bitte, wenn jemand eine Frage hat oder einen Wunsch Chart mal analysiert haben möchte, bitte einfach hier in die Chats auf Facebook oder auf GoToWebinar die ganze Sache einstellen und dann können wir hier sehr, sehr gern mit reinschauen. Gehen wir dann einfach mal in die Charts hinein. Hier haben wir offen den Chart von Euro, tschechische Krone, das Währungspaar hier von unserem tschechischen Nachbarn. Und das sehen wir momentan eine Situation, wo wir innerhalb dieses Abwärtstrends nach unten, hier unten im Bereich von 25,488, so grob über den Daumen, so eine Art Bodenbildung hatten. Das ist so ein bisschen so wie so ein Zögern dort unten, ist nicht unbedingt das, was man als Korrektur stark bezeichnen will, dass der Markt wieder direkt runterläuft. Wir waren ja hier in die Korrektur reingelaufen, dann liefen wir runter und dann ist eigentlich der Normalfall, wenn hier der Trend stark bleiben sollte, dass es doch noch ein Stückchen unten drunter geht. Das, was wir hier jetzt sehen, erinnert so ein ganz, ganz kleines bisschen dran an eine leichte Bodenbildung. Hier haben wir viele, viele Tage gehabt, wo der Markt einfach nicht unter diese Schwelle drunter wollte und jetzt strebt das so etwas da oben. Das könnte unter Umständen eine Wendeformation sein, die uns doch noch etwas nach oben bringt. Mit Blick nach oben sollten wir einfach mal drauf schauen, was passiert hier oben um dieses Tageshoch bei 25,6. Wenn das geknackt wird, haben wir im Sinne dieser Korrektur noch Luft nach oben. Hier haben wir das nächste Tageshoch bei 25,629 und dann hier oben diesen aktuellen Widerstandsbereich zwischen 25,65 und 25,657. Hier oben dieser Balken, der hier drinnen liegt. Das ist einmal das Level, wo der Markt hier runtergerauscht ist, wo sozusagen diesen Korrekturschub beendet hat und dann den Trend fortgesetzt hat. Das ist die eine Marke. Die zweite Marke ist hier die Korrektur, die hier hochgelaufen ist. Die hatte hier oben ihr Hochpunkt gefunden. Also hier, diese Marke ist ein Widerstand im Raum. Da haben wir durchaus noch Platz im kurzfristigen Trading, um diese Marken nach oben mit abzuräumen. Mittelfristig, wenn das Ganze hier tatsächlich eine Wendeformation ist, könnte unter Umständen sogar ein neuer Aufwärtstrend nach oben rauskommen. Das muss man aber schauen. Das ist viel, viel, viel zu früh, das Ganze hier nach oben jetzt schon zu planen. Aber wir sehen, der Markt will momentan eher so ein bisschen hoch als nach unten. Das heißt, möglicherweise
kriegen wir hier als Test mal noch die Tageshochs mit reingelaufen, beziehungsweise hier oben diesen Widerstand, das Ganze mit ranzunehmen. Hier unten diese Marke von 25,488, dieser Bereich, das ist hier der aktuelle Boden. Rauschen wir dort drunter, dann könnte es logischerweise zur Fortführung dieses Trends führen, oder dann führt es logischerweise zur Fortführung dieses Trends. Dann kam es hier nur zu einer Zwischenwelle in diesem Bereich, und dann kann es auch tiefer gehen. Wie tief, müssen wir mal ganz kurz in den Chart schauen. Ein bisschen Historie haben wir ja hier drüben noch liegen, und da haben wir hier unten in diesem Bereich hier das letzte Tief, was wir im Trend unten liegen haben. Das ist hier unten die Marke. Ich mache das mal ganz kurz grün noch mit, dass wir den Support als Support auch kennzeichnen, und dann hänge ich das Preisschild gleich noch mit dran. Da sehen wir das, was mittelfristig hier nach unten hin ohne weiteres noch kommen könnte. Das wäre dann hier unten sozusagen der Bereich um die Marke von ungefähr, was haben wir hier, 25,4, 25,93 in diesem Bereich. Blickt man das Ganze mal im Wochenchart an, dann sieht man, das ist hier ein Bereich, der ist auch relevant, weil da ist die Woche wirklich rangelaufen und dann stark nach oben geströmt. Das ist mal so das Bild des Wechsels hier in der Woche, was wir hier auch mit sehen können. Das also zum Währungspaar Euro-Tschechische Krone. Etwas zweite Reihe, aber nichtsdestotrotz für den einen oder anderen könnte das möglicherweise auch interessant sein. Schauen wir mal zum Euro-Schweizer Franken rüber. Dieses Währungspaar hatten wir ja schon das ein oder andere Mal auch hier auf der Uhr. Und hier ist was sehr, sehr Schönes passiert. Junge Trends sind ja immer feine Geschichten, weil junge Trends haben die Chance, sich ein ganzes Stückchen weit zu entfalten. Ne? Sieht man ja hier auch. Hier ist der Trend entstanden an dieser Stelle hier, als wir hier drunter gelaufen sind, und dann hat er doch noch ordentlich was nach unten performt. Und hier haben wir jetzt eine Situation, da ist untergeordnet ein Aufwärtstrend entstanden, untergeordnet deshalb, weil hier dieser Trend noch weiter runter am Laufen ist. Das läuft noch, der ist noch nicht gebrochen, wir müssen das Korrekturhoch hier rausnehmen. Dann hätten wir die Situation, dass dieser Trend nicht nur untergeordnet ein Aufwärtstrend ist, sondern auch federführend ein Aufwärtstrend ist, der dann diesen Abwärtstrend gebrochen hat. Wenn wir das schaffen sollten, das ist natürlich dann sehr, sehr spannend. Heißt also, wenn wir tatsächlich hier nach oben rauslaufen, dann haben wir mit den Marken über der 1.13.398 hier oben relativ nah zwei Level hängen. Erst einmal das Trendbruchlevel und dann kurze Zeit drüber hier schon wieder dieser Bereich um die 1.13.565. Das kann ordentlich Schwung ins Spiel bringen. Mittelfristig dann natürlich diese Anlaufpunkte hier oben. Da muss man mal sehen, wo sich die Währung auch hin entwickelt. Aber es ist auf alle Fälle spannend. Das Potenzial ist da. Jetzt müssen wir einfach nur mal sehen, wo der Markt hier an dieser Stelle hin will. Aktuell haben wir hier oben wie so ein kleines bisschen Deckel drauf. Ne? Hier ist erst einmal rangespiked, hier drüber, wieder leicht runter, hier wieder drüber und aktuell nach unten. Aktuell sieht es so ein bisschen nach korrektiver Phase aus. Heißt, in dieser Stelle im kurzfristigen Bereich korrektive Phase. Was ist hier interessant? Ganz klar, da schauen wir auf die naheliegenden Tagestiefs, wenn es nach unten gehen soll. Und da haben wir zwei Liegen. Einmal hier der Bereich um die 1,12 oder knapp 1,13. Hier haben wir das Tagestief gestern mal bei 1,12,997. Und dann haben wir hier noch das Tagestief drunter als nächster Anlaufpunkt bei 1,12,769. Das hier mal nach unten in die korrektive Phase. Der Markt kann natürlich auch problemlos, ohne diesen Aufwärtstrend kaputt zu machen, hier ins Trendtief auch reinzulaufen, um die Marke von 1,12,428, das hier nach unten und nach oben haben wir auch gerade besprochen. Also da haben wir definitiv Potenziale da, die der Markt ranräumen kann, mittelfristig schön nach oben. Das kann aber auch relativ schnell gehen, wenn der Markt der Intraday auch rumdreht, weil so weit ist das ganze Spiel nicht weg. Nach unten hin, wenn wir etwas Korrektur sehen, dann haben wir hier, wie schon gesagt, die Marken auch mit da. Und dass das so passieren kann, das haben wir ja auch hier gesehen. Hier schauen wir mal, hier hat man leicht die Trendentstehung, dann ging es in die tiefe Korrektur rein und dann kam der ordentliche Rutsch nach unten. Also wir sehen, was dieser Markt in der Vergangenheit gespielt hat. Solche Dinge können natürlich in der Zukunft auch immer passieren, deswegen schauen wir auch immer auf beide Seiten hier. Wir planen quasi immer zwei Szenarien, das nach oben und das nach unten, und dann müssen wir einfach schauen, was der Markt spielt. Wichtig ist, dass wir hier vorbereitet sind, um genau zu wissen, was wir tun. Und damit gehen wir mal in den Bereich der Indizes. Wir schauen hier in den britischen Aktienindex rein. Kürzel hier, heute habe ich den FTSE einfach mal mit UK100, also dem Kürzel, bezeichnet, was wir hier bei Tickmill auch mit haben. Und hier sehen wir eine sehr, sehr schöne Situation, ähnlich wie wir sie bei anderen Indizes sind. Ich habe hier einfach mal den letzten Schub mit reingenommen. Wir sind hier, dieser Trend, der hier nach unten lief, der ist jetzt gebrochen. Ich zoome das auch mal kurz etwas näher ran. Wir haben hier die Situation, hier unten ist der Aufwärtstrend entstanden.
Der hat sich schön nach oben bewegt, ordentlich gut korrigiert hier und dann hat er hier unten diese Umkehrkerze reingemacht, diesen Hammer in der Korrektur. Das ist sehr, sehr, sehr schön und was dann im Nachgang passiert ist, das ist Geschichte, aber hier sehen wir mal wieder, wie schön es ist, wenn man in die Märkte reinschaut, weil das, was ich hier eingezeichnet habe, das ist der untergeordnete Trendverlauf der Stunde und hier sehen wir, das Ganze ist gebrochen worden mit diesem starken Schub nach oben. Jetzt sehen wir hier die korrektive Phase. Aktuell sind wir wieder im Bereich dieses Trendbruchlevels. Das ist dann interessant zu sehen, ob der Markt hier einfach direkt wieder unten drunter durchläuft. Supports haben wir hier um das Tief hier bei 6.000 knapp 800 Punkten und natürlich ist das Tagestief hier unten hin auch von Interesse. Im Sinne der Trendfortsetzung sind das Marken, die können durch die Korrektur ohne weiteres auch angelaufen werden. Wenn wir dann nach oben blicken und der Markt schiebt wieder oben raus, haben wir hier die Marke von 7.002 Punkten, was das Hoch dieser Marke hier, dieses Schubes gewesen ist. Wird das gebrochen, nach oben hin setzt sich natürlich schön dieser Aufwärtstrend fort. Nächster Anlaufpunkt aus technischer, klassischer, charttechnischer Situation wäre dann hier oben dieses Widerstandsband über den Daumen um die Marke von 7.150 Punkten. Da ist es jetzt natürlich sehr, sehr interessant und relevant, wie sich der Markt verhält. Und ich persönlich, wenn ich solche Dinge auch im Trading mit auf der Uhr habe, ich gucke mir hier an dieser Stelle so in der Situation, wo wir jetzt sind, den Aufwärtstrend und den Abwärtstrend in der Stunde an. Das heißt, ich schaue mir das, was hier magentafarben eingezeichnet ist, einfach mal in der Stunde an, um meinen Entry zu planen, den ich möchte in oder wenn ich in den Titel rein möchte, muss ich natürlich auch genau schauen, was passt denn zu meinem Setup und wenn ich das Ganze relativ eng traden will, das heißt relativ eng auch begleiten möchte, dann muss ich einfach wissen, wann will ich denn rein und hier in dieser Situation, wie wir es gerade im FTSE haben, haben wir den Markt hier trendförmig nach unten laufen, das ist das, was wir hier sehen, wir sehen hier sehr, sehr schön die Schwünge nach unten hin und für mich ist es halt dann wichtig zu sehen, wann wird dieser Abwärtsschwung beendet und wann bildet sich der Umkehrschwung nach oben und das ist dann die Situation, wenn ich in den Markt reingehe, also wenn wir das hier unten sehen beispielsweise, da hatten wir hier die Bildung vom Aufwärtstrend und hier hat es das ganze Teil dann nach oben geschoben und das sind dann die Marken, wo wir sehr, sehr schön nach oben mitlaufen können, um das Ganze dann von unten heraus nach oben hin zu traden und genau auf so eine Situation sollte man sich jetzt hier auf die Lauer legen, wer sich sagt, ich möchte in Richtung des Tagestrends traden, also das heißt, wenn man dieses grüne gebildete Konstrukt, was ich hier eingezeichnet habe, als den Haupttrend bezeichnet, dann hat man hier die Marke, wenn man wieder in der Stunde nach oben läuft, dann läuft die Stunde in den Tag hinein und das ist dann sehr, sehr interessant zu traden, weil dann hält man sich die Chance offen, hier oben raus zu traden und bei diesem Schwung nach oben auch direkt mit rauf zu gehen. Und ich weiß, es schauen immer viele auf den DAX, deswegen nehme ich den DAX jetzt hier auch noch einmal rein, auch wenn ich den heute nicht beschrieben habe. Trotzdem möchte ich hier ganz gerne mal auf den DAX noch mit eingehen, wie hier strategisch auch also auf edukativer Seite vom Bild her vorgegangen werden kann. Und zwar schaut man sich hier, wenn man diesen Trend hier als Richtungsgeber gibt, was wir ja aufwärtsgerichtet jetzt haben, wir haben auch den Abwärtstrend gebrochen. Jetzt haben wir hier den Schub vom Freitag gehabt und jetzt wird hier etwas nach unten korrigiert. Das ist ein normales Verhalten. Das ist jetzt nichts, wo man gleich panisch werden muss, sondern wer das Ganze cool und entspannt von außen beobachtet und genau die Strategie ausarbeitet, die er dann im Trading umsetzen möchte, der guckt sich einfach nur die Stunde an. Und was sehen wir? Wir sehen in der Stunde hier drüben dieses markante Level, diese Marke hier bei knapp 11.000 Punkten. Also hier 11.000 Punkte. Das war das große Ausbruchslevel. Hier läuft der Markt jetzt ran. Und was ich persönlich hier in solchen Dingen immer vom Bild her wirklich präferiere, ist die Tatsache, wenn wir jetzt hier, ich mache jetzt ein klassisches Beispiel, wir laufen hier nochmal nach unten, machen dann nochmal einen Zacken nach oben, laufen dann wieder runter. Und hoppala, wenn wir dann runtergelaufen sind und dann kommt der Hochschub. Das ist dann die Situation für mich hier. Wenn dann der Schub nach oben kommt und dieser Abwärtstrend beendet wird, das ist für mich die Situation, dann heißt es wirklich Achtung zu sein. Und wenn ich dann sehe, hier läuft der Markt nach oben, hier macht er wirklich den Aufwärtstrend, dann läuft die Bewegung in der Stunde wieder in Richtung des Tages rein. Und das ist dann genau der Punkt, wenn die Position auch eröffnet werden muss. Ich bin übrigens im DAX auch schon long, habe mich in die Korrektur reingekauft. Von der Seite her an dieser Stelle warte ich genau auf sowas, um die Position auch aufzubauen bzw. auszubauen, weil ich dann hier den Move vom Tageschart auch mitnehmen möchte, sofern er sich ergibt. Chancen und Risiken liegen ja immer sehr, sehr dicht beieinander im Handel an den Kapitalmärkten. Man braucht also seine Strategien hier zum Traden und das ist genau der Punkt, auf den warte ich hier. Und dieses Umkehrmuster, wenn das kommt, wäre das dann halt wirklich die Situation zu sagen, okay, aus Chance-Risiko-Gesicht, der Markt ist long, wir spielen gerade positive Signale, da kann man mitgehen.
Risikobegrenzung ist natürlich an der Stelle sehr, sehr, sehr wichtig. Das also an dieser Stelle immer gut. Lütger, danke für den DAX, schreibst du. Sehr, sehr gern. Eine Bitte an alle, wenn ihr hier was sehen wollt oder wenn Sie was sehen wollen, bitte nicht zurückhalten. Ich bin hier an der Stelle auch da, um morgens mal live den ein oder anderen Chart mit zu besprechen. Also nutzt die Chance, dass wir hier reingucken. Ihr wisst, wie ich die Märkte betrachte. Ich gucke immer auf die Trends. Die sind wichtig zum Traden, dass wir mit den Trends traden oder wenn wir gegen den Trend traden, dass wir auch wissen, wie wir die Korrektur zu handeln haben. Das sind die Dinge, die können wir hier jeden Morgen sehr, sehr gerne auch angucken. Oder wer mal einen Wunsch für den edukativen Part am Freitag hat, gerne einfach hier mit rein. An dieser Stelle herzlichen Dank für die Zeit, auch heute Morgen wieder. Internet hat durchgehalten, super Geschichte. Ich freue mich auf morgen, gibt es wieder den Blog-Eintrag und im Nachgang dann ab 8.30 Uhr hier die Besprechung auch der Märkte. In diesem Sinne allen eine gute Zeit und bitte mal auf der Website von Tickmill vorbeischauen. Das ist ganz wichtig, da steht der Blog drinnen. Ich kann das nochmal ganz kurz zeigen. Da steht der Blog drinnen. Da stehen alle Informationen drinnen, die wir hier zum Traden brauchen. Wir sehen hier wirklich auch die sehr kompetitiven Konditionen hier bei den Spreads. Wir haben wirklich sehr, sehr gute Instrumentenbreite. Wir haben die Kontoarten hier. Einfach mal reinschauen, das ist wirklich etwas. Schaut's da rein, da könnt ihr bei einem sehr, sehr guten Broker zu echt Top-Konditionen traden. Und das ist ja das, was wir auch brauchen. Dazu gibt's übrigens morgen auch nochmal ein kleines Webinar mit Broker-Deal, wird das veranstaltet. Um 18 Uhr geht's da hier los. Da sprechen wir so ein bisschen drüber. Zum einen, warum sollte man denn Tickmill als Broker mit benutzen? Da gehe ich persönlich auf ein paar Worte ein und dann ist der Dirk Hilker dabei, der stellt nochmal den Stereo-Trader dort ein bisschen vor. Also hier, wen das interessiert, einfach für den entsprechenden Seminar-Link eintragen. Ich weiß nicht, Elena, wenn du noch zuhörst, vielleicht postest du das Ganze nochmal und dann können wir hier das Ganze auch zur Anmeldung bringen. Danke für die Zeit und bis morgen. Tschüss, euer oder ihr Mike Seidel.